Herzlich willkommen an Sie alle und an euch alle, die neu dazugekommenen jetzt auch. Und ich möchte zu diesem zweiten Teil des Krisenhearings nun die Referenten Harald Schumann, Virginie de Ramonet und Nicola Liebert aufs Podium bitten. Ja, am Anfang vielleicht noch ein paar technische Sachen. Es gibt Übersetzungsgeräte, die Sie hoffentlich bei Bedarf draußen sich geholt haben. Der deutsche Kanal ist Kanal 1, the German Channel is Channel 1, der englische Kanal 2. Wir sind hier beim zweiten Teil des Krisenhearings und ich freue mich, dass immer noch viele da sind, obwohl ja um eins jetzt schon eine Demo begonnen hat. Das Ganze läuft ja den ganzen Nachmittag und bis in den Abend hinein und wir werden später auch dann zusammen hoffentlich zum Kanzleramt gehen für eine Kundgebung um 17.30 Uhr vor dem Kanzleramt, um auch die Rolle und Verantwortung der deutschen Regierung hier in diesem ganzen Krisenzusammenhang zur Sprache zu bringen. Dieser zweite Teil ist den Ursachen der Krise zum einen gewidmet. Wir hatten im ersten Teil ja schon einiges gehört von unseren internationalen Gästen, wie es in den Ländern aussieht und was auch aus ihrer Sicht Krisenursachen sind. Wir wollen da etwas tiefer einsteigen und wie Aris Chatzistefanou es auch schon gesagt hat, wir wollen uns mit systemischen Ursachen beschäftigen. Es geht hier nicht darum, dass Länder gegeneinander ausgespielt werden, Sündenböcke gesucht werden, was wir in den letzten Jahren ja vielfach erlebt haben, die faulen Griechen und wie es auch immer hieß. Alle Referenten hier am Podium, denke ich, werden einen Blick in die systemischen Ursachen dieser Krise werfen. Wir werden aber auch über Alternativen sprechen. Die gegenwärtige Krisenpolitik wird ja mal wieder, das ist auch nichts Neues, als alternativenlos hingestellt. Und diese Krisenpolitik, die 3 Jahre nachdem Banken für Hunderte von Milliarden Euro freigekauft wurden, schon wieder darauf hinausläuft, dass Banken für Milliarden freigekauft werden sollen, wieder die Gläubiger freigekauft werden sollen, während gleichzeitig für große Teile der Bevölkerung in Europa und anderswo Kürzungspakete, so massive Kürzungspakete auf den Weg gebracht werden, wie wir sie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gesehen haben. Und auch das wird uns als alternativlos dargestellt. Kürzung ist alternativlos, was ja auch etwas verwunderlich ist, denn noch nie gab es auf der Welt so viele Millionäre wie heute. Ich darf Ihnen und euch jetzt kurz die Referenten vorstellen. Zu meiner Rechten sitzt Harald Schumann. Harald Schumann ist Journalist beim Tagesspiegel und Buchautor. Er hat die Globalisierungsfalle und der globale Countdown geschrieben und berichtet seit Jahren über die Fehlentwicklung der Finanzindustrie. Harald Schumann wird uns dazu die bisherigen Rettungsversuche einer kritischen Prüfung unterziehen und fragen, wem diese Rettungsbemühungen und diese Milliarden bisher genutzt haben und auch Alternativen skizzieren, wie eine andere Krisenpolitik möglich wäre, die die Gläubiger mit zur Kasse bittet. Zu meiner Linken sitzt Nicola Liebert. Nicola Liebert ist freie Wirtschaftsjournalistin, unter anderem arbeitet sie für die Taz, die Tageszeitung. Sie ist außerdem erste Preisträgerin des jungen Jörg-Hufmid-Preises. Und Nicola Liebert wird über die Ursachen der wachsenden Kluft zwischen Arm und Reich sprechen, über Fragen der Verteilung und auch skizzieren, wie eine andere Verteilung, wie eine Rückverteilung von Reichtum und Vermögen, zum Beispiel durch Steuerpolitik, aussehen kann. Ganz zu meiner Rechten sitzt Virginie de Romanet. Sie arbeitet für das Komitee für die Streichung der Schulden der Dritten Welt, kurz CADTM, in Brüssel. Diese Organisation beschäftigt sich seit 2009 nun auch mit den Schulden Europas.
nicht nur der sogenannten Dritten Welt, nicht nur der Länder des Südens. Denn hier in Europa werden jetzt die gleichen Strukturanpassungsmaßnahmen und Kürzungsprogramme auf den Weg gebracht, die zum Beispiel der Internationale Währungsfonds seit den 80er Jahren in den Ländern des Südens mit desaströsen Folgen, wie man es in Afrika besichtigen kann, auf den Weg gebracht hat. Wir werden außerdem die Delegation von Ricardo Patiño, dem Außenminister von Ecuador, später im Laufe dieser Sitzung noch begrüßen können. Und Ricardo Patiño wird auch noch ein paar Worte am Ende dieser Veranstaltung sagen. Mein Name ist Fabian Scheidler. Ich arbeite für das Bundesbüro von ATTAC Deutschland und für das unabhängige Nachrichtenmagazin Kontext TV. Wir haben einen engen Zeitplan heute, deswegen möchte ich alle Referentinnen und Referenten bitten, innerhalb der 15-Minuten-Grenze zu bleiben. Ich werde nach 13 Minuten ein kurzes Signal geben von diesem Typ, dann wisst ihr, dass noch 2 Minuten Zeit sind, um zum Ende zu kommen, damit wir auch Zeit für Diskussionen haben. Dann würde ich als erstes gern Harald Schumann das Wort geben. Ja, schönen guten Tag, danke für die nette Begrüßung. Ich muss mit einem Geständnis beginnen. Ich bin ein Spekulant. Ich habe am 19. Juli für 18.890 Euro griechische Staatsschulden im Nennwert von 20.000 Euro gekauft, die schon einen Monat später zur Rückzahlung anstanden. Und weil ja die übrigen Euro-Staaten dafür garantiert haben, dass Griechenland seine Schulden vorerst bezahlt, habe ich am 20. August, also einen knappen Monat, einen guten Monat später, 20.000 Euro bekommen von der griechischen Staatskasse und habe damit 1210 Euro Gewinn gemacht. Ich habe auch darüber geschrieben, um öffentlich zu machen, wer die eigentlichen Gewinner der angeblichen Rettung von Griechenland sind, nämlich die Inhaber dieser griechischen Staatsanleihen, sprich die Banken und vor allem ihre reichen Kunden. Und ich habe auch darüber geschrieben, um an einem klaren, einfachen Beispiel zu demonstrieren, wie ungerecht und wirtschaftlich dumm die sogenannten Rettungsprogramme für die Krisenstaaten der Eurozone sind. Denn der Grundfehler bei diesem ganzen Programm ist ja, gerettet werden nicht etwa die überschuldeten Länder, die ja echte wirtschaftliche Probleme haben, sondern gerettet werden ausschließlich deren Kreditgeber. Es handelt sich also eigentlich nicht um Rettungsprogramme, sondern um Schutzprogramme für Gläubiger. Jetzt lautet aber eine Grundregel der Marktwirtschaft, das kriegen wir ja quasi von klein auf in den Schulen eingebimst, wenn ein Investor über lange Zeit Geld an jemanden verleiht, der dies in unrentable Projekte steckt oder sogar verschwendet, dann sind für die daraus entstehenden Verluste nicht nur die Kreditnehmer verantwortlich, sondern natürlich auch die Kreditgeber. Und genau das ist im Fall der überschuldeten Euro-Staaten ja geschehen. In Griechenland wurde ein ineffektiver Staat und seine Staatsunternehmen finanziert, und dazu ein aberwitzig hoher Militärhaushalt, der pro Kopf der Bevölkerung in Griechenland doppelt so viel kostet wie in anderen Staaten, in anderen NATO-Staaten. Und daran haben vor allem deutsche und französische Rüstungsunternehmen gut verdient. Und das ging ja sogar so weit, dass die Überbrückungskredite, die im Mai 2010 genehmigt wurden, an die Bedingung geknüpft wurden, dass Griechenland nochmal 2 extra U-Boote in Deutschland kauft für 1 Milliarde Euro. Und nochmal 4 extra Fregatten bei der französischen Rüstungsindustrie kauft. Ja? Also da wurde sozusagen die Überschuldung dann nochmal benutzt, um noch einen oben drauf zu setzen. Und finanziert wurde das von privaten Banken, von Investmentfonds und von vielen reichen Anlegern überall in der Welt, die in Griechenland ein paar Zehntel Prozent mehr Zins bekamen, als wenn sie das Geld an Deutschland oder Frankreich verliehen hätten. Und die angebliche Rettung für Griechenland besteht nun darin, dass die Griechen sich bei den anderen übrigen Euro-Staaten Geld leihen, um ihre Schulden bei privaten Anlegern abzulösen. Mit anderen Worten, die Steuerzahler der übrigen Euro-Staaten treten an die Stelle der privaten Kreditgeber und die werden zusehends aus der Verantwortung entlassen. Von den rund 350 Milliarden Euro griechischer Staatsschulden sind jetzt schon 100 Milliarden auf die Steuerzahler der anderen Euro-Staaten übertragen worden. Ja. Im Fall Irland ist das Ganze sogar noch absurder, denn dort war es ja gar nicht der Staat, der zu viele Schulden aufgenommen hat, sondern es waren die Immobilienbranche und die Banken. Und die bliesen mit den billig verfügbaren Krediten, die dann vornehmlich aus Deutschland und Frankreich kamen und den USA, eine Immobilienblase auf. Und als dann für all diese Häuser und Büros nicht mehr genügend Käufer und Mieter da waren und die Preise einbrachen,
Da konnten die Investoren ihre Kredite nicht mehr bedienen und damit gerieten dann auch die vier irischen Großbanken in die Schieflage. Und dann geriet die irische Regierung in Panik und sprach eine Garantie für alle ausstehenden Bankschulden aus. Das war eine Dummheit von historischem Ausmaß. Denn diese ausstehenden Bankschulden der irischen Großbanken waren so viel wie Irlands Wirtschaftsleistung eines ganzen Jahres. Das heißt, um diese Schulden zu bezahlen, müssten alle Iren ein Jahr lang kostenlos arbeiten und selber nichts verbrauchen. Ja? Schon allein daran kann man sehen, dass es nicht gehen kann. Und von dieser Summe, die da ausgesprochen sind, schon 45 Milliarden tatsächlich ausgezahlt worden vom irischen Staat an die Banken, die es dann wiederum an ihre Gläubiger ausgezahlt haben. Und nur deshalb ist Irland überhaupt überschuldet. Das heißt praktisch, der irische Staat leiht sich Geld beim deutschen Steuerzahler, um die deutschen Kreditgeber, die in Irland in schlechte Geschäfte investiert haben, abzulösen und freizukaufen. Und die Bürger, egal ob in Griechenland, Portugal oder Irland, sie werden nicht gerettet, sondern sie ganz allein sollen haften für die miesen Geschäfte, die ihre Regierungen und ihre Banken und ihre Immobilienentwickler gemacht haben. Das ist nicht nur extrem ungerecht, sondern auch wirtschaftlicher Unsinn. Unser aller Interesse ist, dass die Wirtschaft in diesen Schuldenstaaten funktioniert und die Menschen dort Arbeit und Einkommen haben. Und darum sollten wir unbedingt dafür eintreten, dass den Schuldenstaaten wirklich geholfen wird. Ich bin sicher, dazu sind auch die meisten Bürger in den anderen EU-Staaten bereit, selbst wenn das viel Geld kostet. Weil wir wissen doch alle, wie unendlich wertvoll ein einiges und wirtschaftlich prosperierendes Europa für uns alle ist. Aber Hilfe heißt eben nicht Freikauf der privaten Kreditgeber, sondern reale Investitionen in Bildung und Infrastruktur. Was also ist jetzt zu tun? Erstens, die überschuldeten Länder brauchen einen Schuldenschnitt jetzt. Schuldenschnitt bedeutet, es muss eine internationale Gläubigerkonferenz für jedes dieser Länder einberufen werden und dort muss verhandelt werden, dass mindestens 50% der ausstehenden Schulden erlassen werden und im Gegenzug dann die übrigen Euro-Staaten für den Rest und deren Rückzahlung garantieren. Das wäre ein fairer Deal, weil die Gläubiger kriegen für sehr unsichere Papiere ganz sichere und verzichten dafür auf die Hälfte des Wertes. Das klingt erstmal einfach, aber es bringt zwei große Probleme mit sich. Das erste ist, weil die 2008 versprochene Bankenreform verschleppt wurde und wir nach wie vor sehr viele schlecht geführte und schlecht finanzierte Banken haben, würde es infolge eines Schuldenerlasses für Griechenland wieder eine Menge Banken geben, die nicht genügend Kapital haben, um diese Verluste auszugleichen. Und darum können sie jetzt wieder die Regierungen erpressen und sagen, wenn ihr das macht, dann müsst ihr uns aber helfen. Und in diesem Zusammenhang hat sich in dieser Woche eine wirklich wichtige politische Debatte ergeben. Viele Ökonomen und sogar die neue Chefin des Internationalen Währungsfonds, Frau Lagarde, fordern ja nun, dass die Banken, die durch einen möglichen Schuldenerlass in Griechenland und später wahrscheinlich auch Portugal und Irland in Schieflage geraten, dass die nun zwangsweise vom Staat mit neuem Kapital ausgestattet werden, dafür aber de facto verstaatlicht oder zumindest teilverstaatlicht werden. Und ich halte das im Grundsatz für eine richtige Idee. Allerdings, und das ist ein wichtiger Punkt, es müssten zwei zentrale Kriterien erfüllt sein, damit das überhaupt zu rechtfertigen wäre. Das erste wäre, es darf eben nicht dabei bleiben, dass die gleichen Leute, die bisher diese Banken geführt haben, sie weiterhin führen werden. Das heißt, die Vertreter der Steuerzahler müssen tatsächlich Einfluss auf die Geschäftspolitik dieser Banken bekommen. Das wird bedeuten, dass die übrigen Altaktionäre auf absehbare Zeit keinen Gewinn ausgeschüttet bekommen, keine Dividende. Das würde bedeuten, dass die Bonuszahlungen für die Beschäftigten dieser Banken erstmal mau ausfallen. Und das würde vor allem bedeuten, dass man auf diese Banken insofern Einfluss nimmt, als dass sie große Geschäfte mit internationalem Derivathandel abbauen und stattdessen das vorhandene Kapital dafür nutzen, um die mittelständischen Unternehmen und kleine Gewerbetreibende und natürlich auch Konsumenten mit Kredit zu versorgen. Mit anderen Worten, man muss verhindern, dass eine solche Teilverstaatlichung beantwortet wird mit der Erpressung, wenn ihr das macht, dann vergeben wir keine Kredite mehr. Und ein zweites wichtiges Kriterium sollte gelten. Wenn Banken tatsächlich durch den Schuldenerlass für die Krisenländer in Schieflage geraten,
dann haben daran natürlich auch jene Anteil, die den Banken Geld geliehen haben. Und damit meine ich jetzt nicht die normalen Sparer und Einleger, die sind ja ohnehin gesetzlich geschützt, sondern es geht um diejenigen, die Bankanleihen und Bankschuldverschreibungen gekauft haben, weil sie gut verzinst werden. Die sind bei der letzten Bankenrettung komplett zu 100% freigekauft worden und das darf nicht wieder passieren. Auch die müssen herangezogen werden. Das klingt jetzt erstmal unrealistisch, aber wenn man sich die Bedingungen anguckt, die im Moment am europäischen Bankenmarkt herrschen, dann sieht man, dass keiner besser weiß als die Banken selber, dass das eigentlich angesagt wäre. Denn genau deshalb geben sie sich zurzeit untereinander keinen Kredit mehr, weil sie wüssten, dass wenn es zum Schwur kommt, dass sie dann mithaften müssen. Mit anderen Worten, eigentlich muss man die Signale, die dieser Markt aussendet, nur wirklich in Politik umsetzen. Und dann gibt es, wenn wir einen Schuldenerlass organisieren für die drei Krisenländer, natürlich ein weiteres großes Problem. Staatsanleihen galten bisher als sicheres Investment. Wenn sie nicht mehr definitiv und absolut sicher sind, dann würde das wahrscheinlich bedeuten, dass für einen gewissen Zeitraum auch Spanien und Italien Probleme bekommen, ihre alten Schulden abzulösen durch neue und dafür dann höhere Zinsen zahlen müssten. Und wenn die Anleger fürchten, auch dort könnte es zu einem Schuldenschnitt kommen, dann könnte das eine sich selbst erfüllende Prophezeiung werden. Weil wenn die Angst da ist, dann steigen die Zinsforderungen und weil die Zinsen dann steigen, könnte es passieren, dass Italien und Spanien irgendwann tatsächlich nicht mehr aus eigener Kraft zahlen können. Volkswirtschaftlich ist das blanker Unsinn. Beide Länder sind wirtschaftlich stark genug. Spanien hat bisher weit weniger Schulden als Deutschland zum Beispiel. Und Italien ist zwar hoch verschuldet, aber bevor die Zinsen ausgezahlt sind, hat Italien einen ausgeglichenen Haushalt. Das heißt, es ist relativ leicht zu managen. Aber die Refinanzierung von Spanien und Italien muss billig gehalten werden. Und auch das ist machbar. Der existierende Europäische Rettungsfonds, kurz EFSF, ja, Europäische Finanzstabilisierungsfazilität, wer sich solche Begriffe ausdenkt, gehört allein schon vom Job ausgeschlossen. Der bestehende Europäische Rettungsfonds könnte die neuen Anleihen, die Spanien und Italien ausgeben, um sich zu refinanzieren, versichern. Oder er könnte sie kaufen. Die Voraussetzung für eine dieser beiden Möglichkeiten wäre allerdings, dass dieser Fonds als Bank zugelassen wird oder eben auch als Versicherung, also dafür eine Lizenz bekommt. Und dagegen leistet derzeit vor allem die Europäische Zentralbank massiven Widerstand. Und zwar nur deshalb, weil unsere Zentralbanker, die doch eigentlich im Auftrag des Gemeinwohls arbeiten sollen, die Verantwortung nicht übernehmen wollen, sondern sich hauptsächlich als Interessenwahrer der Finanzindustrie selber verstehen. Wenn man die Handlungen der Europäischen Zentralbank vergleicht mit denen ihrer Kollegen in Washington, also der Federal Reserve, der amerikanischen Notenbank oder auch in London, dann sieht man, dass die EZB da eine sehr unverantwortliche Position hat. Deswegen ist der Ort für die Demonstration heute in Frankfurt sehr gut gewählt worden. Die EZB ist tatsächlich inzwischen, wenn man so will, das vom Steuerzahler finanzierte Bollwerk der Banken gegen eine gerechte Lösung. Und wichtig an diesem Konzept ist, es ist auch nicht umsonst. Es kostet vermutlich mehr als 100 Milliarden Euro. Aber dieses Geld wäre gut investiert, denn wir könnten es wieder erwirtschaften, indem wir die Banken später wieder verkaufen und wir können es erwirtschaften, indem wir die Krisenländer wieder auf die Beine bringen. Ein Grundproblem ist allerdings nicht gelöst. Langfristig kann die Währungsunion ohne einen Finanzausgleich und gemeinsame Wirtschafts- und Steuerpolitik nicht funktionieren. Mit anderen Worten, wir brauchen eine europäische Regierung. Allerdings nicht so, wie Frau Merkel und Herr Sarkozy sich das vorstellen, dass sie nämlich im Hinterzimmer ohne Beteiligung von Bürgern und Parlament ihre jeweiligen Interessen austarieren. Was wir stattdessen brauchen, ist volle parlamentarische Kontrolle und vor allem brauchen wir bald echte europäische Wahlen mit vorher bekannten Kandidaten für diese Kommission, diese europäische Regierung. Um es auf den Punkt zu bringen, ich möchte Herrn Barroso, der so kläglich versagt hat, weil er den nationalen Regierungen hörig ist, endlich abwählen können. Dann, aber nur dann, können auch alle Euro-Staaten gemeinsam ihre Schulden verwalten, also Euro-Bonds auflegen. Denn wenn sie das nicht haben, wenn wir keine demokratisch kontrollierte Regierung haben und trotzdem Euro-Bonds einführen, dann bedeutet das ja, dass sich die
Schuldenländer weiterhin diesem Regime aus Brüssel unterwerfen müssen, das keinem Parlament Rechenschaft schuldig ist. Mit anderen Worten, Eurobonds ohne Eurodemokratie führen zu einer Diktatur der Technokraten. Noch eine kurze Bemerkung zum Schluss. Ich habe meine Spekulationsgewinne nicht behalten, sondern an Lobby-Control gespendet. Die machen gute Arbeit, und um die Macht der Finanzlobby zurückzudrängen. Und ich glaube, auch da ist Geld gut angelegt. Dankeschön. Vielen Dank, Harald Schumann. Nicola Liebert, eine der Ursachen der ganzen Finanzkrise ist ja erstaunlicherweise, dass es auch zu viel Geld gibt, wo es gar nicht sein sollte, Geld, das spekulative Anlagemöglichkeiten sucht. Wie kommt es? Wie kommt es, dass es auf der einen Seite viel zu viel Geld gibt und auf der anderen Seite immer von Sparen und Kürzen und es gibt kein Geld, die Rede ist? Also bevor ich das beantworte, möchte ich dazu mal ein paar Hintergründe, Zahlen, Daten, Fakten erklären. Also wenn wir jetzt über die Schuldenkrise die ganze Zeit konzentriert reden, sollten wir uns doch immer da bewusst sein, dass eine Finanzkrise da im Hintergrund steht. Also die meisten Staaten, also Griechenland ist ein bisschen anders gestrickt, aber die meisten Staaten in Europa haben sich vor allem dafür verschuldet, dass sie die Banken aus der Finanzkrise rausgehauen haben. Wir haben außerdem das Problem, dass offensichtlich die Staaten zwar eine Menge Geld ausgeben, aber nicht dementsprechende Einnahmen haben, also Steuereinnahmen. Und darauf möchte ich ein bisschen eingehen. Einerseits die Frage der Finanzkrise, andererseits die Frage des fehlenden Geldes des Staates. Die Finanzkrise hat natürlich viele Ursachen, das ist klar. Also das ist die Deregulierung spielt da eine große Rolle, dass die Banken too big to fail, also zu groß sind, um pleite gehen zu dürfen, weswegen sie ständig mit Steuergeldern gerettet werden müssen. Wir haben eine schiere Geldschwemme, eine Liquiditätsschwemme, die die Notenbanken auf den Markt geworfen haben, also vor allem die US-Notenbank in Reaktion auf die letzte Krise, auf die Dotcom-Krise nämlich. Aber Fabian hat das ja eben schon angedeutet, ein Aspekt ist eben auch, dass es unheimlich viel Geld in den Händen sehr weniger gibt, also die so viel Geld haben, dass sie es längst nicht mehr irgendwie in der Realwirtschaft ausgeben können, sondern die damit spekulieren. Und da wird eben das angesprochen, was jetzt auch in den USA bei der Occupy Wall Street Bewegung eine sehr zentrale Frage ist, nämlich die Verteilungsfrage. Also ich meine, man greift viel zu kurz, wenn man die Finanzkrise immer nur als Regulierungsfrage begreift und die durchaus berechtigte Forderung stellt, dass die Finanzmärkte anständig reguliert werden müssen, sondern es ist viel, viel grundsätzlicher. Es ist eben eine Verteilungsfrage. Mensch, ihr seid aber leicht zu begeistern. Das war doch noch gar nicht richtig radikal. Noch habe ich gar keine Enteignung gefordert. kommt noch. Teilenteignung. Also wir beobachten diese wachsende Ungleichheit schon bei den Einkommen. Also das fing an, als vor allem dank Margaret Thatcher und auch Ronald Reagan die Gewerkschaften zerschlagen wurden und seither die Einkommen der normalen Beschäftigten rückläufig sind, also real unter Abzug der Inflation rückläufig sind. In Deutschland fing das ein bisschen später an, erst unter Schröder mit den Hartz-Reformen und der Schaffung eines Billiglohnsektors. Also jedenfalls unten schwinden die Einnahmen, während sie oben sich potenzieren. Also wir haben ja die Managerbezüge, die jährliche Steigerungen im zweistelligen Prozentbereich aufweisen. Und wir haben diejenigen, die tatsächlich auch auf den Finanzmärkten, oft weil sie eben für die Banken, für die Finanzinstitutionen arbeiten, ihre Vermögen verdienen. Die Folge ist, dass eine unglaubliche Schere zwischen den Top-Verdienern und den Geringverdienern sich öffnet. Zugleich und auch nicht ganz unabhängig davon wächst die Vermögenskonzentration. Also diese irrwitzig hohen Einkommen an der Spitze, die speisen halt auch ohnehin schon vorhandene Vermögen. Oft sind das dann Vermögen, die schon geerbt wurden oder Vermögen, die auch zum Beispiel auf den Finanzmärkten geschaffen wurden. Manchmal sind es ja auch Vermögen, die tatsächlich jemand durch die Gründung einer tollen Internetfirma gemacht hat. Aber eben diese zusätzlichen Einkommen, diese hohen Einkommen speisen diese Vermögen immer weiter.
Wir haben dann so schöne Statistiken, dass das durchschnittliche Vermögen eines Erwachsenen in Deutschland 88.000 Euro beträgt. Ich weiß jetzt nicht, wie viele hier 88.000 Euro auf der hohen Kante haben. Der Fakt ist, dass diese Durchschnittswerte einfach mehr verschleiern, als dass sie aussagen. Dieser Vermögenszuwachs, den es in den letzten Jahren gab, und übrigens auch im letzten Jahr, Krise hin oder her, also in den vergangenen 12 Monaten, ist der Wert der Vermögen um 6,5% gestiegen. Also Krise merkt man da irgendwie gar nicht anscheinend. Aber wenn man genau hinguckt, merkt man, dass dieser Zuwachs an Vermögen nur an der Spitze, also beim reichsten 1% der Bevölkerung stattgefunden hat. Da beträgt dann das Vermögen pro Nase schon über 800.000 Euro. Diese Statistiken über die Reichtumsverteilung sind ein bisschen schwierig, weil die auf Befragungen basieren und die Leute geben da nicht so furchtbar gerne Antwort und auch schon gar nicht unbedingt eine ehrliche Antwort, und das kann sich ja auch keiner dazu zwingen. Und gleichzeitig sind diese Befragungen, es werden ja immer nur ein paar tausend Menschen befragt, und die Wahrscheinlichkeit, dass man da einen super top Reichen gerade erwischt, ist gar nicht so hoch, weil es da sehr wenige von gibt. Ein paar tausend Leute, ein paar zigtausend Leute vielleicht. Deswegen hat das DIW, das hier in Berlin ansässige Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, die haben mal eine Berechnung gemacht, wo sie aus dem Manager-Magazin, die machen jährlich so eine Liste der Superreichen in Deutschland, sowas ähnliches wie die Forbes-Liste, nur auf Deutschland bezogen, und haben davon noch Schätzwerte mit in diese Befragung hineingenommen. Und das Ergebnis davon ist, dass das Top 10% der Bevölkerung, also die reichsten 10% der Bevölkerung, mehr als 2/3 des gesamten Vermögens besitzen. Jetzt Vermögen ist inklusive Haus- und also sonstigem Immobilienbesitz. Also 10% besitzen mehr als 2/3. Und aber auch da ist es so, dass selbst innerhalb dieser reichsten Schicht nur ein ganz kleiner Anteil wirklich, wirklich, wirklich superreich ist und auch wirklich diese hohen Zuwächse verzeichnet. Also die reichsten 0,1% der Bevölkerung, das sind dann nur noch ein paar zigtausend Personen, die haben schon mehr als 1/5 des gesamten Reichtums, um genau zu sein 22,5%. In den USA ist es noch viel extremer. Da haben die Top 10% fast 3/4 des Vermögens, 73%. Und dann habe ich noch eine Zahl über die weltweiten Vermögen, wobei das ist jetzt nicht ganz vergleichbar, weil da geht es dann nur noch um Geld. Also da werden Immobilien nicht erfasst, sondern das sind so Vermögensverwaltungsfirmen, die interessieren sich nur für das Geld, das die Leute anzulegen haben. Und demnach haben die reichsten 1% der Weltbevölkerung 38% des Geldvermögens der Welt. Und da fängt es dann an, kritisch zu werden, weil dieses Geld, und dafür interessieren sich diese Firmen auch, die diese Untersuchung machen, den Global Wealth Report, dieses Geld wird zum allergrößten Teil, nämlich zu 2/3 in Aktien und Anleihen, zum Beispiel Griechenland Anleihen, angelegt, und der Rest zunehmend in Derivaten und vor allem Rohstoffen. Die Normalsparer hingegen, also jedenfalls die deutschen Normalsparer, haben 40% ihres Geldes einfach auf dem Sparkonto liegen oder ähnlichen Sparanlagen. Und da sieht man schon, wer dafür verantwortlich ist, dass mit dem Geld spekuliert wird. Das sind tatsächlich die, die dieses wahnsinnige Geld überhaupt haben. So, jetzt haben wir das Problem, dass die Krisenanfälligkeit offensichtlich steigt durch diese Reichtumskonzentration. Einerseits eben, weil die Reichen ihr Geld in spekulativen, riskanten Finanzprodukten anlegen, statt Investitionen in der Realwirtschaft zu tätigen, wo dann auch noch Arbeitsplätze geschaffen würden. Gleichzeitig haben die immer weniger verdienen und immer weniger Geld haben, die verschulden sich. Die nehmen dann zum Beispiel in den USA vor allem Hypotheken auf, sodass dann anschließend eine Immobilienkrise die Folge ist und die auch noch ihr Haus verlieren. Die können sich immer weniger leisten, das heißt, die Nachfrage ist gering, was dann wiederum für konjunkturelle Krisen sorgt. Und letztlich, das wäre dann das, wo das Ganze enden könnte, wären soziale Unruhen die Folge. So, und wir haben gleichzeitig das Problem, dass wir haben nicht nur Banken, die too big to fail sind, sondern wir haben inzwischen so viele Spekulanten, die mit so viel Geld in den Märkten drin hängen, dass ich glaube, man schon sagen kann, too many to fail. Also auch die werden von der Politik mittlerweile geschützt, einfach weil
die Risiken, das alles platzen zu lassen, befürchtet werden. Staatliche Rettungspakete, die Verluste werden wie immer sozialisiert. So, wenn man jetzt in die Lösungsvorschläge geht, also es gibt viele Lösungsvorschläge für die Finanzkrise, für die also Re-Regulierung der Märkte, Finanztransaktionssteuer, alles ganz wichtig, aber eben auch bei der Vermögenskonzentration selbst ansetzen. Nettes Zitat eines Allianz Senior Economists, die Allianz, die stellt auch so einen Global Wealth Report vor, der sagte, Verschuldung ist nur die halbe Geschichte. Es gibt ja viel Vermögen, Privatvermögen. Die Untergangsszenarien sind verfrüht, denn die Substanz ist ja da. Also, dass dieser Allianzmensch nicht gerade gefordert hat, dass sich der Staat von den Reichen die Substanz holen soll, alles andere. Aber ich denke, diese Forderung liegt einfach nahe. Und wenn man nicht gerade bis zu einer Enteignung, die ich für momentan nicht sehr realistisch halte, gehen will, gibt es dafür zwei Möglichkeiten. Eine Vermögensabgabe, dafür haben die Grünen einen relativ präzisen Plan vorgelegt. Die wollen über 10 Jahre hinweg eine Vermögensabgabe über 100 Milliarden Euro einziehen. Das ist, also nach dem Krieg gab es den Lastenausgleich. Jetzt wären sozusagen die Lasten der Krise, also die Kosten der Krisenbekämpfung sollten dadurch gedeckt werden. Was sicherlich eine vernünftige Forderung ist, aber eben die strukturellen Probleme nicht löst, weil so eine Abgabe ist halt immer nur eine einmalige Aktion und auch eine sehr zielgerichtete Aktion. Deswegen halte ich die Forderung nach einer Vermögenssteuer nicht stattdessen, sondern zusätzlich zu einer Abgabe für sehr, sehr adäquat. Vermögenssteuer hat es in... Nein, das ist noch meine Ohren. Die Vermögenssteuer wurde bei uns 1997 abgeschafft, übrigens auch in vielen anderen europäischen Ländern abgeschafft. In Westeuropa hat nur noch Frankreich eine Vermögenssteuer. In Spanien haben sie das mittlerweile als... konservative Regierung als Fehler begriffen und eine Vermögenssteuer wieder eingeführt. Es gibt durchaus Probleme bei dieser Erhebung. Das hat damals das Bundesverfassungsgericht, das die Abschaffung der Vermögenssteuer in Deutschland verfügt hat, bemerkt. Immobilien sind sehr schwer zu berechnen. Und das andere Problem ist, Vermögen, das in irgendwelche Steueroasen fließt, das in der Schweiz angelegt ist, ist sehr schwer zu besteuern. Aber das wäre ja lösbar. Also es gibt Wege, wie man Immobilien bewerten kann und es gibt mittlerweile ja auch sinnvolle Pläne, auch umsetzbare Pläne zur Bekämpfung der Steueroasen oder der Steuerflucht. Also mögliche Erträge einer solchen Steuer, wenn man sie vernünftig durchführt, wären 14 bis 15 Milliarden Euro pro Jahr. Das wären immerhin 3% der gesamten Steuereinnahmen des Bundes. Das ist nicht viel, aber schon mal besser als gar nichts. Trotzdem, eben weil es so relativ bescheiden ist, glaube ich, führt auch kein Weg daran vorbei, dass man das Steuersystem insgesamt sich vornimmt. Fabian hat es vorhin nicht gesagt, ich bin auch im Tax Justice Network aktiv, das Netzwerk für Steuergerechtigkeit. Wir setzen uns eben dafür ein, dass auch ein gerechtes Steuersystem, wo nicht die großen Kapitalbesitzer, die Unternehmen, die Geldanleger und die Spitzenverdiener entlastet werden, sondern wo eine Umverteilung, eine steuerpolitische Umverteilung mal ab zur Abwechslung von oben wieder zurück nach unten stattfindet. Vielen Dank, Nicola Liebert. Vielen Dank, Nicola Liebert. Es waren tatsächlich etwas weniger als 15 Minuten jetzt insgesamt. Vielen Dank. Wir straffen auch ein bisschen, weil wir etwas später angefangen haben. Aber Sie sind ja nicht zu beschubsen, meine beiden Nachbarn. Ich würde jetzt Virginie de Romanet bitten, zu der Frage etwas zu sagen. CADTM hat sich ja viel mit dem Begriff der illegitimen Schulden beschäftigt, dazu etwas zu sagen und vielleicht auch noch zu den Gründen, warum in der EU bestimmte Länder sich tatsächlich so verschulden, was das vielleicht auch mit Löhnen und Handelsbeziehungen innerhalb der EU zu tun hat. Okay, good afternoon to everybody. I will begin by briefly present the network I'm part of. Committee for Abolition of Third World Debt was founded in Belgium in 1990, so 21 years ago, and with a Third World Debt cancellation approach in order to put on a socially just and ecologically sustainable development.
Now we are an international network that is present in more than 30 countries in Europe, in Africa, in Latin America and in Asia. And we are also a key actor of the globalization, the anti-globalization movement. We have a website in four languages, that is cadtm.org. And I have left several books in English on the table for those who read English that can be interested. At the beginning, we were only dealing with the debt of the southern countries, but from our first university in 2009 with the debt crisis and the financial crisis, we began to invest the northern debt aspect, because we see it's the same mechanism than with the southern countries, and it's a tool. Debt is mainly a tool for wealth transfer. We see that there are the same creditors, the same imposition of damageable measures for the majority of the population, and debt is a central element of the capitalist system. So I will talk now about several imbalances that led to the crisis, and then I will give some perspective of alternatives. The big imbalances began with the neoliberal counter-revolution that began in Chile in 1973 with the coup of Pinochet. And then that led to dictatorships in a big number of Latin America's countries. After Nicolas mentioned that in the north, there were the government of Margaret Thatcher and Ronald Reagan that implemented neoliberal measures. In 1982, there was the debt crisis in the south, which led to the imposition of structural adjustment plans by the IMF. And in the north, at the same time, there were the generalization of neoliberal policies, first in the UK and US, then in other European and other rich countries. This conduced to a big change in the balances of force between labor and capital. Nicolas mentioned that in the case of the US, the difference between the richer and the poorer are very, very, very high. And in fact, they are now as high as it was before the 1929 Big Depression. So it was at the same time these differences that led to the depression at that time, and that led to the Second World War. To give you an example, there are now in the world 1,210 billionaires. In the whole world, and this number is higher each year, and this represent the accumulated fortune represents $4,500 billion dollars, what is the same as the GDP for all Latin America, for all countries of Latin America. That have a population of 580 million people. So 1,210 people, that has the same wealth as what is produced by 580 million people. So what made that possible? That is the taxation for the rich and corporation that was lowered very much during that period. Just to give you an example of Belgium, where I'm coming from. In Belgium, the official rate taxation on companies is nearly 34%, 33
point 29, but in 2009, in fact, the 500 biggest companies paid only 3.75%. And if you take the 50 bigger companies, it was only 0.75%, while the official rate is nearly 34%. So you see, it's big difference, and it cost the government 14 billion euros. 14 billion euros. So with that, we have many possibilities to make projects and so on. We have to mention. I have to mention the evolution of wages in relationship to the GDP. In fact, we constat we could see that it lowered in every country, but mainly mostly in the U.S. than other countries. And in the U.S., there was the phenomena of while you can see that the wages are lowering, at the same time the consumption is increasing. What's the reason of that? It's the reason is the difference between both is made by indebtedness of the households. During the last decade, the 20%, the poorer 20% of the population were the ones that get more indebted in order to pay the expenses for school, for the children, to pay for health insurance, and to buy a house or something like that. And then, as Nicolas said, the 20 richer percent were the second category that got indebted very much, but for them it was not. Of course, it was not for the same reason. It was only for speculation in the stock exchange, on markets, and in the real estate. So, with this tax cuts, global with this decrease of global income due to tax cuts, this had the as consequence deficitary budgetary deficit during years conducted to the need to resort to indebtedness, and that we can see that in most of the northern countries. And this deficit accumulation over the years led to an increasing indebtedness. And then we have to know who lent to the states. Mainly, it was the same that had not paid the debt they should have paid, because they buy treasury bonds. Like that, they have a guaranteed revenue. Another factor of global imbalance is the U.S. enormous public debt that is due to China and other countries, and that led to dollar devaluation. And this situation is very unstable. There is also the commercial deficit. In the U.S., it's mainly with China and other emerging countries. In Europe and the Eurozone, there is also a commercial deficit. There is mainly for countries like Portugal, Greece, Spain, a deficit with Germany because of a decade of strong pressures on wages here that permitted to have to increase the exports. So this is for the panorama of the most factors that led to the crisis, not conjunctural factors, but in fact very profound reasons. Now I will talk a bit with the time I still got to about the alternative we can do to this situation to go out from the crisis.
and to advance toward a new system. In fact, we in CADTM, we have put on the strategy of auditing debts. What does it consist of? Mainly it's to analyze different debts in a country, to see how they have been contracted, if the person who constructed them had the legal power to do it, how much has been refunded, what was the indebtedness made for, and many other things like that, if the refund has already been done completely, how much was the interest rates, and so on. So this debt audit can be done in two completely distinct situations. Firstly, it can be a citizen audit made by social movements that will find the documents and work on it to give a clear photograph of the situation of the debt in a country. For the moment, it's being done in Greece. And now there is also a report that have been issued on the Irish debt. But it's very, the report that has been produced is very academic and technical, so it's not a good tool for education. It's a first stage, I can see, and then I can say, and then it has to be transformed for education, for educating people with that, because the main aim of the citizen audit is to serve as a tool for educating people regarding the debt and the consequences of the debt, in order to put pressure on the government. To oblige the government to do something like that, something on that. If not, there is another kind of audit, a debt audit that is called official audit, that is made by the one power of the government. It can be the executive, so it can be also the legislative power, like the parliament, or also the judiciary instances. Ricardo Patino, that will come later, will speak to you about the debt audit in Ecuador, so it's why I don't speak of it today. So we are aware of the necessity to adopt this strategy in European countries. To shed the light and to put education, because as we have no government that would be favorable, what we can do is that social movements realize themselves an audit, and then put pressure on, with mobilization on the government. In France, there is also an audit committee that has been launched by Attac France, CADTM France, and the trade unions and other organizations. The aim is, of course, to repudiate or make cancel odious and illegitimate debt, and to restructure the debt that has been showed as legitimate, because the amounts to pay is something very too high. After the World War, there was a London Treaty that concerned Germany. It was very interesting. It provided that Germany hadn't to pay more than 3.5% of its exportation revenues to the debt service. So it was not the case in for other countries. So this is a good for the legitimate debt. This is a good measure. After that, we have to stop, of course, the austerity plans, because they are completely unfair and they only make the crisis worsen. We have to push in order to establish real European fiscal justice and redistribution of wealth, with banning transaction with the legal and tax havens. Because we cannot forbid
tax haven, but we can forbid a government can forbid the citizens of its countries, of its country, and the companies that that are based on its territory to have a transaction with the social with the tax havens. Then we will have to create a transfer the bank to the public sectors, to the public sector with citizen control, and renationalize numerous companies that have been privatized during the 1980s, 1990s, and 2000. And also have a reform on working time to create jobs with increasing wages and pensions. So I will stop there. Vielen Dank, Virginie de Romanet. Ich habe eine ganz kurze Nachfrage, weil das, was Harald Schumann am Anfang skizziert hat, war eine Perspektive, wie man in dieser Notsituation, wo uns die Pistole auf die Brust gesetzt wird und gesagt wird, jetzt geht alles unter, wenn wir nicht Banken retten oder was immer getan werden soll, tun. Das Schuldenaudit, was du skizziert hast, oder die verschiedenen Typen, sind ja Sachen, die Zeit brauchen. Siehst du, Virginie, Schuldenaudit als etwas, was in der momentanen Lage tatsächlich auch so schnell durchgeführt werden kann, dass es als Intervention in die gegenwärtige Krisenlage taugt? Ganz kurz, bitte. Do you want me to reply immediately? Yes? Okay. Yeah, briefly, please. Briefly. So I just told that in France they have launched a committee on that audit, so they will see how to report the work in order to put pressure on the government once the work is done by mobilization, education, mobilization of the population. This is the main thing we can do in a context where we have no governments that are favorable. So in Ireland, the report is has been issued. Now the next step is to transform it into something pedagogical, to make education with that, in order that people get informed and get aware that things can be done. And of course, there are solutions, but solutions need pressure to be implemented. So it's only by mobilization that we can do something, but it's important that people can know it's a strategy that can be used and that can serve to contest this debt by showing a big part of it is illegitimate because caused by fiscal injustices and other things with bank rescuing. So by these ways, once the debt audit is done, the objective is to train people around the results. Okay, thank you. Vielen Dank. Frage war noch nicht ganz beantwortet. Es braucht Zeit, aber vielleicht können wir es auch im Gespräch mit dem Publikum noch vertiefen. Wir haben jetzt insgesamt für Fragen aus dem Publikum und nochmal eine Antwortrunde vom Podium 20 Minuten. Das ist nicht viel. Deswegen würde ich Sie alle bitten, mit Beiträgen möglichst sich auf Fragen zu konzentrieren und bitte nicht länger als eine, allerhöchstens anderthalb Minuten. Nach einer Minute gebe ich wieder ein Signal. Und dann, weil wir um 14.40 Uhr die Aufteilung der die Vorstellung der Workshops und die Aufteilung der Räume noch machen wollen hier. Ja, ich bitte um Wortmeldungen. Können wir das Saallicht noch etwas heller machen oder ist das Maximum? Ja, ich glaube, so sehe ich schon wieder ein bisschen besser. Danke. Gibt es ein Saalmikro? Ja, da.
Ja, eine kleine Anmerkung. Das Verfassungsgericht hat die Vermögenssteuer nicht als verfassungswidrig eingestuft oder verfassungswidrig nur insofern, wegen der unterschiedlichen Bewertung von Immobilien und Wertpapieren. Sie hat nur der Regierung eine Auflage gemacht, bis zum bestimmten Zeitpunkt das zu ändern und die Regierung Kohl hat das streichen lassen. Meine Frage noch an Sie aus Belgien. Wie unterscheiden Sie zwischen illegitimen und legitimen Schulden? Vielleicht können Sie Beispiele nennen. Dann denke ich, müssten wir auch noch mal sprechen über die Primärverteilung. Der Wirtschaftsethiker Ulrich Thielemann hat einen sehr eindrucksvollen Beitrag gemacht zur Primärverteilung als Fairnessfrage. Aber das wäre zu weit, das hier zu erläutern. Und es gibt noch einen Vorschlag, nur als Ideenwerkstatt von Rademacher, der sagt, man müsste ein Equality, also ein Gleichheitskorridor einrichten, dass die Ungleichheit nicht in extremem Maße auseinander dividieren könnte. Nur als Anregung. Vielen Dank. Dann war da oben rechts eine Wortmeldung. Wir sammeln. Entschuldigung. Sagen können. Wir sammeln ein paar Fragen und dann geben wir zum Podium zurück. Ja, eine allgemeine Frage, vielleicht an wer auch immer sich da zuständig fühlt. Mein Gefühl ist, wir reden viel über die Probleme, die existieren und haben festgestellt, ein großes Problem ist die Vermögensungleichverteilung, die Verschuldung und so weiter und reden darüber, wie man das zurückführen kann, also über Steuern, über Schuldenaudits und so weiter. Was mir etwas zu kurz kommt, immer noch in der Debatte, ist die Frage, wie kam es eigentlich dazu, zu diesen Ungleichgewichten? Was sind eigentlich die Mechanismen dafür, dass offensichtlich finanzielle Werte in der Gesellschaft, um es mal allgemein zu fassen, deutlich schneller wachsen als reale Werte? Welche Mechanismen sind das und müsste man nicht darüber nachdenken, dass auch für zukünftige Modelle zu unterbinden, damit nach einem Schuldenschnitt, wie auch immer, das Gleiche nicht in absehbarer Zeit wieder passiert. Vielen Dank. Können wir vielleicht das Licht auf dem Podium ein klein bisschen weniger machen, weil ich so geblendet bin und die Wortmeldung nicht so gut sehe? Danke, das reicht. Danke, super. Weil ich gern auch Frauen animieren wollte, sich zu melden. Die habe ich eben nicht gesehen. Jetzt sich eine Dame, bitteschön. Ich wollte mal nachfragen, ob man auch schon mal daran gedacht hat, also die Grenzen für Verschuldung und auch die Grenzen also für Sozial, also für Sozialabbau wegen Schulden nicht an den Grenzen der universellen Menschenrechte messen sollte. Weil das wird auch in der Lateinamerika gemacht. Dass man also sagt, also, man kann also dem Gläubiger nur so viel geben, wie es die Menschenrechte zulassen. Und die Einwohner der Schuldnerstaaten haben ja auch ihre Menschenrechte. Das heißt also, es muss man an der Unteilbarkeit messen der Menschenrechte. Das heißt, dass also der Gläubiger hat Menschenrechte, die Einwohner des Staates haben Menschenrechte. Und die müssen alle erfüllt sein. Und meine Frage ist, inwieweit also gibt es bei euch da schon Kontakte, also weil in Lateinamerika wird es gemacht, auch die Gerichte machen es. Und ja. Ich war ziemlich einverstanden mit dem, was auf dem Podium so gesagt wurde, aber ich habe nicht verstanden, wieso Leute, die Staatsanleihen kaufen oder Schulden aufkaufen, wieso dürfen die das versichern? Ich finde, das sollte ausgeschlossen sein, weil man kriegt ja Zinsen auch für das Ausfallrisiko, nicht nur für die Dauer, in der das Geld gebunden ist oder ja, wo man das verliehen hat.
sehe auch gerade keine. Um links in der Mitte, bitte. Meine Frage geht in die Richtung, wenn die Bevölkerung, nicht nur in Europa, erpressbar ist durch Wirtschaftsmagnaten, durch Zocker, dann sollte doch die Macht auch dahin zurück, wo sie herkommt, zum Konsument auch von Geldinstituten. Und wir haben eine große Macht als Benutzer, sei es die Postbank, sei es einige andere große Institutionen, und zeigen, dass wir auch eine Macht haben. Die Macht zurückkehrt auf die Straße, nicht in die parlamentarischen Institutionen, die versagen. Wenn Frau Merkel auf dem Schoß von Ackermann sitzt, dann ist das für mich ein Hinweis, dass wir da nichts erwarten dürfen, egal welcher Couleur die Politik ist. Wir müssen auf die Straße. Und Attac hat da gute Instrumente. Ich bitte um einen Plan nachher, den wir gemeinsam erstellen können, Aktionen zu machen, die eben nicht um 17.30 Uhr, wenn es dunkel wird, stattfinden, sondern halt große Demos, absehbar bald. Danke. Ja, vielen Dank. Es gibt ja in der Workshop-Phase nachher auch, das ist aktionsorientiert, da gibt es also auch die Möglichkeit, sich einzubringen und mit anderen gemeinsam zu überlegen, wie man diese Themen in die Öffentlichkeit und auf die Straße bringt. Da war in der Mitte jetzt noch eine Wortmeldung schon seit geraumer Zeit. Hinten links im Gang. Ja, mein Name ist Volker Reusing, ich bin auch von unser Politikblog, aber was mich mal interessieren würde, Thema Wirtschaftsregierung, Herr Barroso hat ja jetzt in seiner Rede vom Europaparlament 28.09. gesagt, dass die EU-Kommission die Wirtschaftsregierung sein soll, und ich denke, es dürfte ja bekannt sein, dass das auf diesen 5 EU-Verordnungen, der eine EU-Richtlinie, Stabilpakt, Verschärfung, Ungleichgewichtsverfahren beruhen soll, sogenanntes Sixpack. Mich würde interessieren, wenn Sie für eine Wirtschaftsregierung sind beim Tagesspiegel, meinen Sie das auch so, wie die das wollen, also Verschärfung Stabilpakt, auch zur Instrumentalisierung, dass die Sozialversicherung, der solidarische Teil auf ein Minimum reduziert wird und der Rest so eine Art wie bei der Riester-Rente ist, mit vorübergehenden staatlichen Zuschüssen, ansonsten selbst bezahlt? Und wollen Sie auch dieses Ungleichgewichtsverfahren, wo man sozusagen alles dem Weltmarkt öffnet, alles zu handelbaren Gütern macht, inklusive Behörden, oder haben Sie ein anderes Konzept von Wirtschaftsregierung? Das außerdem würde mich interessieren, von wegen Wirtschaftsregierung, wir haben ja in Deutschland verfassungsrechtlich 3 Elemente Lehre, ein Staat, das ist ein Gebilde, das hat Territorium, Rechtsordnung, Volk. Sollen wir Deutschen dazu gebracht werden, unsere Identität zu ändern, dass wir uns als Europavolk fühlen, wenn ja, mit oder ohne Volksabstimmung? Ja, das würde mich interessieren. Danke. Danke. Dann hatte ich... Ja, okay, super. Ihr habt noch bessere. Dann erstmal hier vorne. I'd like to know how it is possible that today, on the day of action, Attac is discussing strategies how to get the protest on the streets while it is on the streets. Attac just having arrived at analysis on the day of action. Ich sage es nochmal auf Deutsch. Wir haben heute einen Aktionstag. Kann ich vielleicht, wenn Sie... Yeah, well, I find this very unsatisfactory. Und ich kann auch nicht sagen, dass ich mich mitverantwortlich fühle, da der Attac-Treff kaum jemals stattfindet und ich auf E-Mails keine Antwort bekommen habe. Ja, vielleicht kurz für diejenigen, die neu zu diesem Teil dazugekommen sind. Die Attac-Veranstaltung hier ist mit 3 Monaten Vorlauf oder noch mehr geplant worden, wo noch nicht klar war, wie die Zeitschiene für Demos und was überhaupt passieren wird. Es war gar nicht absehbar. Occupy Wall Street kam jetzt sehr frisch dazu. Es war nicht absehbar, wann was passieren würde, und deswegen ist es so geplant. Und wir haben also versucht, dass diese Veranstaltung so zu organisieren, dass wir dann zusammen um 17.30 Uhr zum Kanzleramt gehen können und uns mit denen, die jetzt schon demonstrieren, dann noch verbünden. Und ich glaube, es ist auch sehr wünschenswert, dass wir Analyse und Inhalte und Action auf den Straßen beides zusammenführen und verbinden. Denn wir brauchen beides, glaube ich. Wir gehen hier um 16.45 Uhr los und sind um 17.30 Uhr spätestens am Kanzleramt. So war es gemeint.
Gut, dann würde ich jetzt gerne noch zwei Wortmeldungen dran nehmen und dann dem Podium nochmal Gelegenheit bitten. Da hinten war schon sehr lange eine Wortmeldung und dann habe ich als nächstes Sie noch und dann müssen wir leider schließen. Ja, ich hätte die zentrale Frage. Wir sprechen eigentlich über eine Krise, die demokratisch oder undemokratisch entstanden ist. Haben die Parlamente uns alle angelogen, dass es zu dieser Krise gibt? Brauchen wir nicht generell die Frage der Demokratie als zentrale Frage? Müssen wir nicht endlich mal anfangen, dass der Souverän, im Grundgesetz steht ja, die Staatsgewalt geht vom Volke aus in Wahlen und Abstimmung, das Abstimmungsrecht im Grundgesetz ernst nehmen? Ist das nicht das Problem? Das ist meine Frage an alle Referenten. Auch auf europäischer Ebene nebenbei. Da haben wir ja überhaupt nichts zu sagen bis jetzt. Danke. Danke. Ja, da war noch eine Dame. Nee, sie war. Okay, alles klar. Hallo. Meine Frage ist, warum sprechen wir nicht über das Grundproblem des Geldsystems, das ist fraktionale Reservesystem. Banken können um ein Vielfaches mehr Geld verleihen, als sie in Wirklichkeit haben und bringen das Geld durch Kreditvergabe im Umlauf. Das ist der sogenannte Prozess der Geldschöpfung. Darüber müssen wir sprechen und unsere Forderung muss lauten, Geldschöpfung in öffentlicher Hand. Vielen Dank für all diese Beiträge. Ich würde jetzt gerne den Referenten auf dem Podium Gelegenheit geben, kurz noch was auf die Fragen zu antworten und das gleich mit dem Schlusswort zu verbinden. In umgekehrter Reihenfolge, Virginie fängt an. An dich, Virginie, war eine Frage, wie man legitime Schulden von illegitimen Schulden differenzieren kann. Okay, thank you for the question. There is a difference between odious and illegitimate debt from the point of view of the right. In fact, odious debt is a legal doctrine that has been founded in 1927 that consisted of three points. The first point is when a dictatorial government is replaced by a democratic government, the democratic government has no obligation to carry on the debt contracted by the dictatorship. The second term is that the debt was used against the interest of the global population. And the third point was that the creditors were aware of the nature of the regime. But this was in 1927. We are trying to enlarge this definition, this legal definition, to include, for instance, the loans made by IMF or World Bank that oblige to have measures to take measures against the population, or for instance, in the case of Ecuador that I've learned during the debt audit, I've analyzed several loans made by the World Bank that were made in order to destructurate the government and the state instances, to replace them by parastatal organs, in order to in a second term privatize this these organization. While illegitimate debt is much so, our vision would be to make this doctrine enlarged to the state of the international right of today. Today's international right. While illegitimate debt is not a doctrine, it's much more large. It concerns. It could concern, for instance, debt that has been contracted
not for the interest of the whole population, but for the interest of a small elite, as when there are taxation cuts, these taxation cuts benefit to only a small part of the population, and after that the government is obliged to contract debt to complete the money it doesn't have. So this for us is an illegitimate debt. Okay. That's all. Thank you. I think there was two more questions for me. I don't know. We are running a little out of time because we have all the preparation for the third part. So if you can do very briefly. Okay. There was one regarding the how these imbalances existed. I gave you a kind of reply before. It's very linked to taxation, to this taxation that was favorable to the rich people and also the big companies. This is the main reason. And this has been made, we can say, in the first time, in the first moment, into blood, huh? With Pinochet and all the dictatorship in Latin America. This model has been implemented into blood. Virginie, I think we said that already, and we have to use the time for the other two speakers. I think also Nicola and Harald will answer to one of the questions that you still have on your paper. On human rights? Yeah. She will answer? Or? Harald, willst du human rights? Machst du human rights? No. Okay, then very briefly. Okay, there are many legal laws or pacts or declarations that provide that the population, that a state must give the priority to its population in relationship to its creditor. For instance, the United Nations first chart in San Francisco chart from 1945, the Universal Human Rights Declaration and several pacts like the Pact on social, economical, and cultural rights from 1966, and also the Declaration on the Right of Development. But I have no time to develop, so. Okay, thank you very much, Virginie. Nicola Liebert. Ich wollte auch noch kurz was zu der Frage nach den Entstehung der Ungleichheiten sagen. Also die Gewerkschaften und die Imbalance der Macht der Arbeitnehmer auf der einen Seite und der Arbeitgeber bzw. der Unternehmer auf der anderen Seite natürlich. Die Deregulierung, die zu unglaublichen Extragewinnen auf den Finanzmärkten geführt hat. Und wie Virginie auch schon natürlich gesagt hat, die Steuern, die zu einer Umverteilung nach oben, von unten nach oben geführt haben. Und da ist es interessant, nochmal wirklich den Vergleich zu ziehen mit den 20er Jahren, was Virginie in ihrem Vortrag vorhin angedeutet hat. Vor dem Crash von 1929 und der Weltwirtschaftskrise war die Ungleichverteilung ähnlich groß wie heute. Heute ist sie noch ein bisschen extremer. Und interessant ist eben, wie damals in den USA der Staat darauf reagierte. Einerseits nämlich durch den New Deal und große Investitionsprogramme und Arbeitsbeschaffung und andererseits durch Steuern. Und zwar in einem Ausmaß, das man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Also zuerst so um die 70% Spitzensatz der Einkommensteuer, was dann nach dem Zweiten Weltkrieg in der Zeit unglaublichen Wachstums auf 90% hochging. Wir haben heute 42, die USA haben 35%. Damals 90%, da würde heute jeder Enteignung schreien. Aber das ist eine Art von Enteignung, wo ich glaube, dass wir die fordern sollten. Dann noch kurz zu zwei Fragen. Die Erpressbarkeit durch Magnaten, die meines Erachtens mit der Demokratiefrage ganz stark verknüpft ist, weil wir haben ja formal eine Demokratie. Die Frage muss doch sein, warum stimmen die Abgeordneten nicht so ab, wie man das eigentlich für vernünftig halten möchte? Und wie auch das der vermutliche Mehrheitswunsch wäre.
Und ich glaube, dass wir da uns auch über etwas Gedanken machen müssen, was Harald Schumann vorhin ansprach, nämlich die Lobbys, die Finanzmacht, auch der Banken. Und als Gegenmaßnahme einerseits auf die Straße gehen, ja, aber eben auch die Macht der Banken brechen und die Macht der Lobbys zumindest kontrollieren, Stichwort Lobby Control. Und die Geldschöpfung, damit können wir uns jetzt heute nicht beschäftigen, aber die Attac Finanzmarkt AG in Berlin beschäftigt sich mit dieser Frage, also eine Einladung da vielleicht dazu zu stoßen. Harald Schumann, bitte. Ja, gleich anknüpfend nur an die Demokratiefrage. Das Problem ist aber auch, dass gerade in den reichen Wohlstandsländern die Leute ihre eigene Demokratie viel zu wenig ernst nehmen. Also ich habe mal eine kleine Umfrage gemacht, welcher von den Abgeordneten, die damals dem Bankenrettungspaket hoppla hopp zugestimmt haben, ohne zu wissen, was sie eigentlich taten, eigentlich von seinen Wählern konfrontiert wurde in Wahlversammlungen. Was habt ihr da eigentlich abgestimmt? Wie konntet ihr das tun? Es gab fast nirgendwo kritische Gespräche mit den Abgeordneten selber. Das liegt daran, dass viele Deutsche ihre eigene Demokratie nicht ernst nehmen. Da haben wir auch ein großes Problem. Jetzt zu der schwierigsten Frage mit der europäischen Wirtschaftsregierung. Müssen wir unsere nationale Identität dafür aufgeben? Nationale Identität ganz bestimmt nicht. Aber natürlich, das ist das Dilemma. Wenn man eine gemeinsame Währung hat, dann muss man Entscheidungsmechanismen finden, wie sich, wenn die Regionen sich unterschiedlich entwickeln innerhalb dieser Währungsunion, wie der finanzielle Ausgleich stattfinden soll. Und dafür brauchen wir eine demokratisch kontrollierte zentrale Entscheidungsinstanz. Ob man die jetzt Wirtschaftsregierung nennt oder EU-Kommission, ist mir völlig wurscht. Entscheidend ist, wenn vier Länder in der Eurozone, nämlich Deutschland, Niederlande, Österreich und Finnland, durch ihre interne Lohnpolitik und Lohnentwicklung dafür sorgen, dass sie permanent Handelsüberschüsse mit den anderen Euro-Ländern erzielen, dann führt das bei den anderen Euro-Ländern automatisch zu einer wachsenden privaten Verschuldung erstmal. Und wenn die Konjunktur dann zuschlägt, dann wird diese private Verschuldung Stück für Stück umgewandelt in staatliche Verschuldung. Und dieses Problem ist nur dann lösbar, wenn man tatsächlich europaweit entweder einen Finanzausgleich organisiert oder die Lohnpolitik angleicht. Das kann man nur über gemeinsame zentrale, demokratisch kontrollierte Mechanismen machen. Und natürlich ist das, was jetzt in Brüssel beschlossen worden ist, dieses Sixpack, ein völlig unzureichender Beschluss. Allerdings ist er in Deutschland auch falsch berichtet worden. In diesem Beschluss steht nämlich auch drin, dass die Kommission auch die Überschussländer überwachen und zu Veränderungen auffordern wird. Insofern ist es nicht ganz schlecht, das Sixpack. Dann gab es noch die Frage, warum versichern? Das war ja einer meiner Vorschläge. Na, das Problem ist, wenn Spanien und Italien sich nach einem Schuldenschnitt in Griechenland nicht mehr billig refinanzieren können, dann rutschen sie in dieselbe Falle, in der Griechenland und Portugal und Irland schon sind. Das heißt, man muss den Anlegern irgendwas anbieten. Die Staaten haben sich abhängig gemacht vom Kapitalmarkt durch eine hohe Verschuldung und das kann man nicht von heute auf morgen rückgängig machen. Also deswegen finde ich die Versicherungslösung immer noch die billigste. Und schließlich als allerletztes, das fand ich ganz wichtig, wo bleibt eigentlich die Macht der Bankkunden? Und das ist wirklich was, was noch völlig unterbelichtet ist. Ich fand es ganz toll, dass Attac diese Initiative gemacht hat, Krötenwanderung. Leute, überlegt euch, wohin ihr geht mit eurem Geld. Leider denken immer noch viel zu wenig Menschen darüber nach, was passiert eigentlich mit dem Geld, was ich bei meiner Bank habe, sei es auf dem Giro, Sparkonto, Tagesgeld, was auch immer. Darüber das zu verbreitern und zu sagen, Leute, es ist euer Geld, ihr müsst entscheiden, was mit dem Geld passiert ist, könnte ein wichtiges Mittel sein. Und um das konkret zu machen, wenn es uns gelingen würde, eine Boykottbewegung gegen die Postbank, die ja zur Deutschen Bank gehört, nach dem Prinzip, solange die Täter der Krise nach wie vor die Chefs der Bank sind, gebe ich denen mein Geld nicht, dann könnten wir vielleicht wirklich was lostreten. Danke. Vielen Dank an euch alle nochmal. Herzlich willkommen nochmal Ricardo Patiño, Außenminister von Ecuador. Herr Patiño wird jetzt kurz etwas über Erfahrungen aus Ecuador sagen, was dann eben auch in dem Workshop eine Rolle spielt zum Thema Schuldenaudit. Und danach machen wir die Raumverteilung.
Kurze Frage an die Übersetzung. Ist die Übersetzung fürs Spanische auf dem Platz? Läuft. Wunderbar. Vielen Dank. Der Kanal fürs Spanische ist Kanal 3. Also, nee, brauchen wir nicht. Entschuldigung. Das Deutsche brauchen wir. Ist 0, ist 1, insofern. Aber für Herrn Patinho. Spanish German. Bien, buenas tardes con todos y con todas. Nos alegra mucho compartir con ustedes esta mesa. Conocemos la experiencia de ATTAC, hemos trabajado muy cercanamente con amigos como Eric Toussaint, juntos en la reivindicación de la deuda externa en nuestros países. Y quiero hacer una breve exposición. ¿Cuántos minutos tengo? Cinco minutos. Vengo desde Ecuador para hablar cinco minutos. Son terribles. Bueno, a ver, lo voy a resumir. En el Ecuador nos atrevimos a hacer una auditoría de la deuda externa, oficialmente. Lo hicimos como gobierno. Es la primera vez que un gobierno hace una auditoría oficial de su deuda externa. Nunca antes que yo conozca un gobierno lo había hecho. Encontramos que esa deuda tenía mucha ilegitimidad. El robo que nos habían hecho con la deuda externa era legal, pero era ilegítimo, era injusto. Porque la ley, especialmente las leyes financieras, han estado hechas para beneficiar al sistema financiero, no para beneficiar a los pueblos, nunca para beneficiar a los pueblos, sino para beneficiar al sistema financiero. Por ejemplo, en nuestro país, el ahorro interno, el ahorro público interno, tenía que obligatoriamente estar depositado en bancos que tuvieran calificación triple A. O sea, los ahorros de la Seguridad Social ecuatoriana tenían que estar en bancos triple A. En Ecuador no hay ningún banco triple A. Entonces el ahorro de la seguridad pública no podía estar en el Ecuador. Tenía que estar depositado en los bancos europeos y norteamericanos. Estábamos fregados. Y teníamos miles de millones de dólares depositados en bancos del norte. Y por 100 millones de dólares que necesitáramos para cualquier cosa, teníamos que pedirle la plata al Fondo Monetario o al Banco Mundial. Era una brutalidad, un absurdo financiero, pero así estaban organizadas las leyes. Finalmente, hicimos la auditoría de la deuda y pudimos comprobar muchas de las sospechas que teníamos. Uno, el fuerte endeudamiento en nuestro país comenzó en la década de los 70 con la dictadura militar. Ya, grandes sospechas de deuda odiosa, por supuesto. Segundo, muy buena parte de la deuda había sido deuda privada que después se estatizó en los 80, en el 81-82, en el año 81-82, deuda del sector privado, el Estado la asumió y la convirtió en deuda privada. En vez de hacer quebrar a las empresas que tenían que haber quebrado, o en vez de que hubieran quebrado los bancos que prestaron esa plata en forma irresponsable, no juiciosa, el Estado asumió la deuda y después todos los ecuatorianos fuimos renegociando esa deuda desde 1982 hasta el año 2008, que nosotros hicimos ya un cambio importante. Ese es un segundo elemento. Los intereses con los que inicialmente se contrataron los créditos en la década de los 70 y 80 eran del 2 y del 4%. Cuando suben los intereses en el 82, 83, 84, esas deudas tenían que pagarse hasta el 21% de tasa de interés, que en el mercado norteamericano era el 14%, pero como nosotros éramos riesgosos,
Entonces, a nosotros nos cobraban el 21% de tasa de interés. O sea, liquidaron todos los proyectos que había en nuestro país. Por supuesto, un proyecto que se inicia con una tasa del 4%, piensen ustedes, cualquier negocio que después le pasan la tasa al 20%, no puede ser rentable. Y muchos proyectos públicos se derrumbaron totalmente con esas nuevas tasas de interés. Pero con esto, este fue el anzuelo para un sinfín de renegociaciones que se produjeron, algunas de ellas con el nombre de ministros de finanzas norteamericanos. Yo por eso envidio no ser ministro de finanzas de Estados Unidos, porque cuando uno es ministro de finanzas, los planes de Estados Unidos, los planes llevan el nombre de uno. Por ejemplo, el plan Brady, por Brady, que fue ministro de finanzas de Estados Unidos. Y no se aprovechó en todos los procesos de renegociación, no se aprovechó lo que el mercado permitía. El mercado había disminuido el valor de la deuda ecuatoriana al 25%, al 30%. Y sin embargo, en las renegociaciones, eso no era aprovechado por nuestros gobiernos, que eran cómplices del sistema financiero internacional. Intervino el Fondo Monetario y el Banco Mundial, distrayendo lo que dicen sus estatutos, y nos obligaron, nos forzaron a renegociar en favor de la banca internacional, dando recursos para eso, a pesar de que sus estatutos no se los permiten, e imponiéndoles condicionalidades a nuestro país que, por supuesto, afectaban su crecimiento económico y su desarrollo, afectaron nuestro ambiente, etcétera. No me podré detener en esto más tiempo. Pero una de las cosas terribles que se hizo en nuestro país fue que el Fondo Monetario Internacional forzó al gobierno del Ecuador en el año 2000 a que se dicte una ley por medio del cual el gobierno del Ecuador se prohibía aumentar el presupuesto en los próximos años indefinidamente más del 3.5%, que era más o menos el nivel de inflación que se esperaba. O sea, el Estado no podía invertir ni siquiera en salud, en seguridad, en educación, con excepción de en pago de la deuda. Solamente en pago de la deuda había absoluta libertad para gastar del Estado, del gobierno, pero no podía invertir en ninguna otra cosa. La sociedad entonces se descompuso socialmente y se detuvo económicamente. Como tuvimos esa auditoría, después de la auditoría el presidente Rafael Correa decidió suspender el pago de la deuda en el año 2008 y recompró, hizo un procedimiento que se llama la subasta inversa. Le dijo a los acreedores, esa deuda de ustedes es una deuda ilegítima. Nosotros como gobierno estamos dispuestos a reconocer máximo el 35% de ese valor. Tráiganos los papeles y se los compramos al 35% de valor. Esperábamos una demanda masiva de la banca internacional, que nos demandaran por todos lados. Nadie se atrevió a demandarnos, ningún país, ningún banco. Y todos llevaron sus papeles y se los compramos. Con 900 millones de dólares, compramos 3.000 millones de dólares de deuda. Hicimos lo que no hizo Grecia, desgraciadamente. Y eso ha significado que, mientras en el año 2006, antes de que entrara el gobierno del presidente Correa, destinábamos el 9% de nuestro Producto Interno Bruto al servicio de la deuda, a pagar intereses más amortización, destinábamos el 9.1%. Ahora destinamos solo el 2.5%, lo cual es un cambio importantísimo. Hemos oxigenado nuestra economía de manera muy considerable. Hemos logrado, vamos a terminar inmediatamente, solamente quiero decirles que esto nos ha permitido, esto y otras medidas también, hemos renegociado los contratos petroleros que eran totalmente vejatorios para nuestro país. Ahora hemos hecho que la empresa privada grande que no pagaba impuestos pague impuestos en nuestro país, y ahora hemos triplicado la inversión en salud, en educación, en apenas 3 años.
hemos logrado mejorar sustancialmente las condiciones de vida de nuestro pueblo, hemos mejorado el salario real sustancialmente y el Ecuador ahora invierte en actividades como la infraestructura, hemos hecho una revolución vial en el Ecuador, estamos construyendo una refinería que nos hacía falta desde hace 50 años, de hace 40 años, que no se la había construido por los intereses de las élites del poder en el Ecuador. Hemos logrado, en este año estamos construyendo 8 proyectos hidroeléctricos y todo lo que durante décadas no se había hecho en el país, porque estábamos sometidos al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y al sistema financiero, ahora lo podemos hacer. De tal manera que solamente un saludo final a Grecia, a Italia, a España, y nuestro único consejo, por el amor de Dios, no le hagan caso al Fondo Monetario Internacional, que se van a destruir y los van a quebrar. La única manera de salir adelante en este mundo es pensando con la cabeza propia. El Ecuador en este año está creciendo en los dos primeros trimestres al 8.5%. La tasa de crecimiento de su Producto Interno Bruto es del 8.5%, al mismo tiempo que ha mejorado de manera considerable el desarrollo social de su población. Bueno, gracias por el tiempo. Einen ganz herzlichen Dank, Ricardo Patiño, Außenminister von Ecuador, für dieses positive Beispiel. Eine andere Welt ist möglich. Es können Dinge verändert werden. Und hier in Europa, denke ich, und auch in den USA und in anderen Ländern beginnen Menschen, das auch zu tun. Musik